Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wohne jetzt inzwischen in der Nähe von Hannover und melde mich nach so 7 Monaten mal wieder bei euch. Meine Reise nach Neuseeland, Cook Islands und Hawaii ist beendet und ja, ich habe jetzt angefangen hier zu studieren. Und es gibt einen Grund, warum ich mich bei euch melde. Ihr habt ja unten im Titel schon gesehen, 3000 Euro für meinen Zopf. Ich trage jetzt gerade meine Haare offen und keinen Zopf. Können sehen, die sind ganz schön lang geworden. Und darum habe ich mir überlegt, dass ich mit Jacqueline vom Kinderschutzengel e.V. eine Aktion starte. Das heißt, wenn bis zum 15. März 3000 Euro an Spenden zum Kinderschutzengel e.V. eingegangen sind, dann lasse ich mir bei Udo Walz am Kurfürstendamm in Berlin meine Haare schneiden. So ungefähr auf diese Länge. Meine Haare sind dann so über 50 cm lang. Also da kommt ordentlich was ab. Mich würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr die Aktion mit einer Spende unterstützt. Mehr Infos über den Verein und über die Aktion findet ihr auf www.kinderschutzengel.de. Ich blende euch hier jetzt einmal auch nochmal das Spendenkonto ein. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die gerne unten in den Kommentaren stellen. Ich beantworte die dann für euch. Ja, es würde mich freuen, wenn das was wird, weil das schon immer so ein Traum von mir war, mal so eine Aktion zu machen. Und der Kinderschutzengel e.V. macht wirklich ganz tolle Dinge. Die haben Therapiehunde, gehen mit denen ins Krankenhaus zu schwerstkranken Kindern, ja, und machen mit den Therapien oder versuchen halt Kontakt zu den Kindern aufzunehmen. Ja, die Haare, die denn gespendet werden, die werden auch für schwerstkranke Kinder gespendet, die aufgrund einer Erkrankung ihre Haare verloren haben. Und daraus wird dann halt eine Perücke für die gemacht und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr das unterstützt, wenn ihr das Video teilt und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.